Erstmal wollen wir uns doch jetzt die Seele von diesem Viech angucken. Damit wir noch mehr Clues in dem Mordfall finden. Obwohl, nee, eigentlich ist es ja gar kein Mord gewesen. Es ist ja eigentlich ein natürlicher Tod durch Einwirkung von Tier. Auf geronnenem Blut und zerstampften Blättern, gehärtetem Boden, liegt er mit fliegenbedeckten Leichnam des riesigen Stelger. Sein Körper wurde durchstochen und ist voller Schnittwunden, als ob er mit Speeren und Schwertern angegriffen wurde. So ist die Flanke des toten Stilgers. Eine Wolke Fliegen schwirrt im Dürfen, lecker. Und plötzlich spürst du die verbleibende Essenz der Kreatur. Die Welt um dich herum wird ausgeblendet. Das Rudel rastet. Steine bieten den Jungen Schutz. Die Bäuche sind voll. Du wendest dich ab und blickst über die Bäume hinaus. Der Mond bricht über ihrem schwankenden Blätterdach hervor. Ein Geruch in der Luft lässt deinen Mund kribbeln. Du gleitest in die Schatten. Der Geschmack der Jagd füllt deine Nase. Licht scheint auf die Steine bei dem Wasser, das Feld, Beute unten, zwei Beine, Haare, wie trockenes Gras. Sie bewegt sich neben dem Wasser, das fließt. Dünne Beine, langsam, laut, ahnungslos. Sie hält einen scharfen Stock, zweibeiniger Jäger, schwacher Jäger, Beute. Näher, Beute, heller Mond, Beute, in die Dunkelheit. Sie, die Gedanken und hier sind so süß. Schmerz! Schmerz an deiner Seite! Ein scharfer Stock ragt aus deiner Flanke. Du brüllst und schüttelst ihn. Er zerbricht auf den Steinen. Nasse Steine. Dein Blut. Blätter rascheln. Du blickst dich um. Noch ein Zweibeiner. Noch ein Jäger. Dicke Beine. Leise Schritte. Streifengesicht. Starker Jäger. Feind! Du springst. Das Ziel ist der Hals. Er bewegt sich. Schnell. Deine Klauen finden Fleisch, reißen tief hinein, reißen es hinunter. Nasse Blätter, Zweibeiner Blut, er heult, er kämpft. Lange Krallen durchschneiden die Luft. Sie schlitzen dein Fleisch auf. Oh, wie süß, mit langen Krallen meint er die Dolche oder was für Klingen der dabei gehabt hat. Oh, das ist süß. Mehr Schmerz, scharfer Schmerz. Du schlägst zu, er schlägt zu. Heißes Blut auf deinen Klauen. Heiße Schnitte auf deiner Brust, die Welt wird rot. Die haben sich halt eigentlich tatsächlich einfach komplett parallel gegenseitig umgebracht. Deine Stärke verlässt dich, du kannst nicht atmen. Der zweibeinige Jäger blickt hinab. Nasser Boden, unser Blut, scharfer Stock über seinem Kopf, heller Mond über seinem Kopf, starker Jäger, die Welt wird dunkel. Wow. Also den Tod von einer Raubkatze habe ich bis jetzt noch nicht aufgeklärt. Das ist jetzt auch das erste Mal. Sidi, sei doch mal gemütlich. Du hast den Platz ausgesucht, ich komme auch damit klar. Also im Grunde hat er dem anderen das Leben gerettet. Nicht, dass er das wirklich gewollt hätte. Ah ja, wenn ich Tab drücke, leuchtet er immer noch nur ein bisschen lila auf. Okay, cool. Seht. Müsste natürlich ganz dringend nochmal am Mikro vorbei, ne? Ja, gut. Jetzt mich von oben bis unten mit Haaren voll gemacht. Bibi. Halt, Freund oder Feind? Der Mann in blutgetränkter Rüstung richtet seine Klinge auf dich. Seine verwundeten und erschöpften Kameraden nehmen hinter ihm Kampfhaltung ein.
Blut rinnt von einer Wunde an seiner Schläfe, seinen Hals hinab, befleckt ein Amulett in der Goldkette. Du bist keine kleine Vertanerin. Er umschließt den Griff seines Schwertes noch fester. Bei Marken. Freund oder Feind, sage ich. Freund, ich bin immer ein Freund. Jo, kenne ich von Kahn und Mara. Ganz nett, dass sie gerade so halbtrocken aus dem Wasser kommen. Wird was abgeschüttelt. Oh, ja. Ja, meine Kater lieben es, wenn ich mir gerade frisch die Beine eingecremt habe, sich dann einfach voll mit der Seite gegen meine Beine zum Schmusen zu schmeißen. Das ist auch immer sehr angenehm. Generell finden sie immer, dass ich anscheinend zu wenig Fell habe und dass sie ihres mit mir teilen müssten. Ja, ne du? Angreifen, Feind. Freund natürlich. Beruhig dich, ich bin ein Freund. Weil ich in Defiance Bay super positiv stehe. Der Mann hält sein Schwert weiter auf dich gerichtet, blickt seine Gefährten von der Seite an und nickt. Die Soldaten senken ihre Waffen. Bei der Flamme, die Heldin von Defiance Bay. Ein seltener und willkommener Anblick. Freunde so weit von zu Hause entfernt. Na also komm, so weit sind wir jetzt auch nicht weg. Er lässt seinen Arm durch das Gewicht seines Schwertes sinken. Er blickt seinen Söldner trotz mit besorgten Augen an. Sieh uns an, wir verstecken uns in den Felsen und halten unsere Eingeweide, damit sie nicht herausfallen. Ja, es klingt ungesund. Er deutet nach Süden. Die Fangs, sie haben uns bluten lassen und nun stecken wir in der Falle. Tut mir leid, Freund, ich gehöre doch zu den Glanfortanern. Haha, verarscht. Nein, natürlich nicht. Quinnitz schickt mich, um euch zu helfen. Einfallsreiches Mädchen. Der Hauptmann lacht kurz auf, ehe er wieder ernst die Stirn runzelt. Wir dachten, die kleinen Fatane hätten sie getötet, ehe sie uns angriffen. Ich bin froh, dass sie noch lebt. Doppelt froh, dass sie Hilfe schickt. Er legt sein Schwert noch immer mit Blut verkrustet über die Schultern. Der Stamm hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen, als wir unser Lager aufschlugen. Der Kampf war ein einseitiges Gemetzel. Erstmal starrt auf seine Füße, als er seinen Gedanken zu Ende führt. Während des Kampfes stolperte jemand durch das Lagerfeuer. Was war unser Glück? Der Gestank von verbranntem Fleisch und der beißende Rauch haben für Verwirrung gesorgt. Und einigen von uns gelang der Rückzug. Wir sind zu diesen Ruinen gerannt, um uns zu sammeln, aber nun sind wir hier gefangen. Die Gesichtsmalten stehen südlich von ihr und haben uns in die Enge gedrängt. Sie wollen uns vermutlich aushungern lassen, während sie sich ausruhen, Verstärkung rufen, ehe sie uns erneut angreifen. Seine linke Hand spielt Gedanken verloren mit einem Amulett herum, das er um den Hals trägt. Es scheint, als würden wir hier unser letztes Gefecht kämpfen, murmelt er, während er das goldene Schmuckstück fest umschließt. Nee, ich habe für Sicherheit gesagt, ihr könnt einfach gehen. Zumindest hast du dein Amulett nicht im Kampf verloren. Das ist der Satz, den man sagt vor, kann ich das haben? Wenn die Jäger im Süden stehen, könnt ihr nicht nach Norden fliehen. Da, wo ich gerade herkomme, by the way. Könnten wir. Vielleicht könnten wir sogar den Clan Fatanen ausweichen, wenn wir schnell sind, aber... Der Hauptmann blickt über seine Schulter und schüttelt den Kopf. Wir haben dort oben ein Rudel Stelge gesehen. Ich lasse mich lieber schnell von einem Gesichtsmal töten, als langsam Biss für Biss von einer Raubkatze. Ich glaube, die Raubkatze wäre da vielleicht sogar schneller als die anderen, aber gut. Aber die leben ja auch eh alle nicht mehr. Blick nach Norden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese Bestien arbeiten mit den Stammeskriegern zusammen. Aber sie folgen sicher nur ihrem Magen. Sieh uns an. Wir humpeln verwundet herum und sind voller Blut. Wir riechen gewiss wie ein Schlachthof. Ja, du, also der eine Mönch, den ich auf dem Weg gefunden habe, der hat das nicht so gut überlebt, dass er in der Nähe von Stelgern blutig war. Da habt ihr dann doch mehr Glück gehabt. Ach Gott, du siehst so süß aus. Oh. Baby. Ja, man sieht leider durch die Catcam nicht, wie süß sie ist, sondern nur, dass da ein Fellblub liegt.
Ich kann die Kamera leider auch echt nicht besser ausrichten. Dieser Kater macht es mir sehr schwer, seit er sich weigert, sich in das Bettchen reinzulegen. So sieht man wieder ein bisschen besser. Ich habe den nördlichen Wald gesichert, die Stelger werden euch keine Schwierigkeiten machen. Erstmal blinzelt und hier überrascht die Augenbrauen. Alle? Ja, natürlich. Bin ich Anfängerin oder was? Die Falten um seine Augen herum vertiefen sich, als er dich größer wird. Der Hauptmann der Söldner blickt zu einem Trupp. Hört ihr das, Männer? Der Weg nach Hause ist frei. Worauf wartet ihr noch? Sie jubeln voll neuer Hoffnung und marschieren los. Esma hebt die Faust und schüttelt sie. Das Amulett tanzt, als wäre es zum Leben erweckt worden. Der Hauptmann nickt und wirft ihr einen letzten Blick zu, ehe er sich seinen Gefährten anschließt. Ja, vermutlich hätte ich ihm das Amulett abquatschen können, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich schon Besseres habe. Stimmt, gerade beim Halsslot weiß ich immer nicht, was ich da. Da kann ich immer nichts mehr austauschen, weil ich schon super gute Ausrüstung habe. Bin mal wieder weg, vielleicht bis später. Okay. Flieht, ihr Narren! Das wollte ich schon immer mal sagen im Stream. I shall be discreet. Hier ist nichts versteckt, das im Turm ist doch immer irgendwas versteckt. Nein? Das finde ich jetzt doof. Aber jetzt, wo die sicher sind, kann ich doch eigentlich auch einfach straight in die Fangs reinlaufen, oder? Ja, jetzt auch nichts mehr machen. Da ist nichts mehr. Das heißt, dann geht man nur nach unten. Genau, ich muss ja eh nochmal bei der Königin vorbei. Also speichern wir nochmal. Nur für den Fall, dass die Fangs jetzt ganz toll böse sind oder so. Oder irgendwelche anderen Katastrophen passieren. Stehen jetzt hier einfach so weiterhin rum. Ah, jetzt sprechen sie mich an. Hast den Söldnern geholfen, Fremde. Nun werden wir den Makel, den du über diese Lande gebracht hast, reinwaschen. Ah ja. Dass ich denen da oben geholfen habe, das habt ihr irgendwie mitgekriegt. Hattet aber keine Bestrebung einzugreifen. Aber jetzt, wo ich 2 Millimeter von euch entfernt stehe, ist es ein Problem, für das wir uns kloppen müssen. Okay. Von mir aus. Ihr wisst schon, was ihr tut. Au, 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 au. I'm here. Ihr sollt die Ziele in der Entfernung machen, Mädels. Das ist so schwer. Habe ich jetzt Reputation mit denen verloren? Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Nö. Das finden die okay. Weitermachen. Was ist das denn? Oh, das ist ganz nett. Hätte ich den viel früher gefunden, hätte ich ihn der Double gegeben.
At once. Aber die hier, die darf ich einfach töten. Aber die, die Saganis Hirsch umgebracht haben, darüber regen sich auf. Das ist so logisch. Quinneth? Wo habe ich dich denn gelassen? Quinneth? Ah, da. Ich dachte, sie hat sich jetzt doch getarnt. Als die Hand halb in den Wellen ihrer widerspenstigen Haare vergraben, blickt dich ungläubig an, als du dich näherst. Du hast es geschafft, ihre Krümchen umrahmen ein strahlendes Lächeln. Sie seufzt erleichtert und deutet mit dem Finger auf dich. Wir werden deinen Namen im ganzen... in Ondras Gift erklingen lassen. Jeder wird wissen, was du für uns getan hast. Das verspreche ich. Du, gerne. Kratzt sich ihr gespaltenes Kinn mit ihrer freien Hand und mustert dich. Aber du verdienst mehr als nur Münzen? Waffen? Reibt ihre Finger aneinander. Oder wenn du mit materiellen Dingen nichts anfangen kannst, teile ich gerne mein Können mit dir. Ja, ich habe selber so viel materielles Zeug, das brauche ich tatsächlich nicht. Ich möchte von dir lernen. In meinem Beruf braucht man jede Waffe, die man kriegen kann. Ich hätte lieber Geld, das ist keine Belohnung nötig. Ja, Tatsache, einer der Gründe, warum ich die Quest auf jeden Fall für sie ausführe und nicht mich dann zwischendurch mit den Fangs verbünde, obwohl ich schon finde, dass die recht haben, dass die Leute hier nicht in die Ruinen gehören, ist, dass man hier ein Talent von ihr noch lernen kann. Nicht, dass ich das dringend bräuchte, aber ich sammle alles, was ich kriegen kann an Talenten. Ja, ich will gern von dir lernen. Quinneth nickt enthusiastisch. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ja, das kommt nicht am billigsten, ne? Sie nimmt die Handschuhe ab und streckt sie in ihre Gesäßtasche. Okay. Wenn man so viel Zeit wie ich in den Ruinen verbringt, lernt man zuerst zuzuschlagen. Und ohne Vorwarnung. Sie hält ihren Panzerbrecher mit der Klinge parallel zum Boden vor sich. Effiziente Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Hast du noch so ein paar coole Sprüche? Ah nee, ich kriege auch tatsächlich noch was. Gut. Zeig dir einige Fußarbeitsübungen, die sich auf leise Schritte und bedächtiges Atmen konzentrieren. Als ob die Lindas noch nicht könnte. Wenn du schlagbereit bist, so lege dein ganzes Gewicht in den letzten Schritt, schreit sie zur Bekräftigung, während sie einen schnellen, stillen Ausfallschritt demonstriert. Als du ihrem Beispiel folgst, nickt sie zufrieden. Ich glaube, du hast es verstanden. Es ehrt mich, dir etwas Neues beigebracht zu haben. Sie macht einen kleinen Knicks und wendet sich ab. Oh, süß. Ob man die tatsächlich in Defiance Bay nochmal wiederfinden kann? Stellen eingegeben. 49 an Banditen. Ja, langsam arbeiten sie sich wieder hoch. 160 für den Grafen, 39 für mich. Cool. Ja, dann warst du es hier auch, ne? Ja. Achso, nee, ich soll ja noch in den Helia-Tempel. Haha. Genau, wie steht's denn jetzt? Also, ich soll mit Jones reden, er redet aber nicht mit mir. Ich soll mit Grieving Mother reden, aber sie redet nicht mit mir. Ich muss hier Rabias nochmal hier durch das Gebiet schleppen. Denen kann ich sagen, was passiert ist. Ich kann beten gehen. Ich muss in den Helia-Tempel und, genau, ich muss nochmal gucken, wo ich diese blöden Vögel einsammeln muss. Und das Kopfgeld habe ich gemacht. Aber mein Ruf ist für die eine Quest noch nicht ausreichend hier. Na gut. Aber dann kann ich ja zumindest schon mal schnell das Kopfgeld abgeben gehen.